So, dann wieder hallo und herzlich Konstruktion, aber mal das von Need for Speed Unbound. Wir sind zurück hier in der Volume 9 und jetzt geht es mir heute nicht in den wunderbaren neuen Lockdown-Modus, sondern wir gehen mal in die PvP-Playlisten, weil ja, mit dem heutigen wunderbaren, der neuen heutigen Rotation, dem Rotation-Update, ja, haben jetzt auch die Motorräder, wie angesprochen, eben ihre PvP-Playlist bekommen und ich muss sagen, ich bin ziemlich heiß, mal rauszufinden, wie die Bikes sich so in einem Rennen schlagen, weil ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan von der BMW S1000RR, das Ding ist wirklich insane gut umgesetzt, macht brutal Bock im Lockdown, aber da können wir ja keinen richtigen Rennen mit dem Ding fahren. Und ja, das gibt es jetzt, wie gesagt, in dieser wunderbaren PvP-Playlist, wo alle eben genau dieses Bike bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen da mal eine Runde rein und schauen doch mal, wie Need for Speed so im Motorradrennen abschneidet. Es geht los, meine lieben Damen und Herren. Wir haben jetzt leider nur 3 Gegner bekommen, aber gut, besser als nix. Die meisten Leute spielen halt die XP-geboosteten Playlisten. Die Motorrad-Playlist ist nicht geboostet und die meisten Leute wollen noch grinden as fuck. Und damit nehmen wir die XP-Playlist natürlich mit, weil das natürlich deutlich mehr XP bringt als die anderen Playlisten. Aber egal, wir haben trotzdem ein schönes Rennen und ich bin jetzt mal gespannt. Okay, den grünen Bereich halten ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer für sich, muss man ganz klar sagen. Der grüne Bereich ist, ich sag mal, sehr zickig, alter Verwalter. Also der ist... Normalerweise kann man das ruhig halten, das Motorrad ist aber sehr empfindlich mit der Gasstellung und... Guck mal, ob ich den zweiten Rennen gleich auf der Kette kriege. Ist auf jeden Fall schon mal... Oh, da fliegt schon mal der erste ab. Scheiß zu schnell, das muss man mal sagen. Also wir fahren halt hier... S-Plus-Klasse ist das Bike natürlich. Aber was man ja ganz klar sagen muss, die Beschleunigung vom Bike ist komplett exorbitant. Nicht der Topspeed selber, fahren ja glaube ich knapp über 300 gerade mal. Da haben wir natürlich einige Autos, die schneller sind. Aber die reine Beschleunigung hier von der BMW ist halt komplett Banane. Das Ding geht halt total aberwitzig nach vorne. Okay, Bordsteinkante findest du nicht so geil. Überraschung. Und ich habe das Ding ja im Lockdown schon lieben gelernt. Das ist wirklich, wenn das Bike erscheint, instant drauf, aber sofort. Weil es, auch wenn man damit nicht so einfach Bock macht, damit rumzuhacken. Und jetzt natürlich schön, dass wir jetzt auch eine richtig schöne Rennplaylist haben, wo man natürlich auch mit dem Bike jetzt hier ja, die ganzen Kurse abhämmern darf. Wenn man noch ein bisschen reinkommen mit der Kurvenfahrt. Weil man eben mit diesem, ihr seht, leichten Break-to-Drift, was das Bike leider mal ab und an machen kann, so ein bisschen kämpfen muss. Das ist natürlich die Sache, die man... mit Feineinstellung, Tuning oder so natürlich, wenn man das Bike tunen könnte, deaktivieren könnte. Aber wir haben ja keine Möglichkeit, das Bike zu besitzen, sondern wie gesagt nur in dieser PvP-Playlist oder im Lockdown zu fahren. Gut, warten wir mal PC-Mods ab, aber jetzt mal, ich meine Vanilla auf einer Konsole. Die Modder werden sich schon drum kümmern, dass sie das Bike auch so im Freeform fahren können in Zukunft, aber mir geht es jetzt mal darum, wie jetzt der aktuelle Stand davon ist. Und wie gesagt, da hat das Bike eben die Sache, dass wenn man zu viel die Bremse drückt oder so, eben dieses Break-to-Drift leicht ankommt und mit dem Bike querfahren sich jetzt nicht so geil anfühlt. Ich sag mal so, das Bike ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, um quer gefahren zu werden, weil du merkst, dass es dann ganz komisch sich aufschaukelt. Und wenn das halt nicht passiert, wenn man ganz normal die Kurven fahren kann, ist das Fahrerlebnis wirklich insane gut. Muss man einfach ganz klar Criterion Games dafür auf die Schulter klopfen. Das Bike fährt sich wirklich... Oh, den Sieg hole ich noch, den Sieg hole ich noch. Yes, auf den letzten Metern, Bitch. Ist das Fahrgefühl einfach brutal gut. Ich bin ein Riesenfan von dem Ding. Fährt sich unfassbar gut, macht unfassbar Spaß. Krankenkulisse brauchen wir nicht überreden. Alleine, denk mal, wenn ihr im Lockdown das Ding mal mitbekommt, wenn ihr ein anderes Spieler das Bike hat, ist es komplett Banane, wenn das an dir vorbeijagt. Es ist ein Traum. Und ich freue mich jetzt, wie gesagt, sehr, dass wir jetzt auch mal ein Rennen fahren können. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange diese Playlist wieder drin ist. Die ist jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, eine Woche müsste ja jetzt auf jeden Fall wieder enthalten sein. Wöchentlich wechselt das ganze Jahr. Und jetzt kann man das Ding halt da mal fahren, was ich ganz cool finde. Und ich habe ja die Hoffnung, wie gesagt, nicht mehr für Unbound, da wird das natürlich nicht mehr passieren, dass wir beim nächsten Need for Speed vielleicht schon mit ein paar mehr Bikes reinstarten. Muss ja jetzt kein riesiger Fuhrpark sein, ich will jetzt ja nicht 20 Motorräder, aber so 4, 5 vielleicht, wäre ganz nett. Und dann mit Customization, Unterbodenbeleuchtung, allem Zapzerab, Fahrer-Customization ja auch dann, weil die Fahrer sind ja jetzt auch klar identisch aus dieser Motorradanzüge haben und... Boah, ey, der grüne Bereich ist wirklich... Ah! Nee, ich treffe den einfach nicht, Junge, ich habe nicht so einen ruhigen Finger. Da ist schon viel Potenzial drin. Und ey, ich sage ja immer wieder, wenn Rockstar kein Midnight Club mehr macht, ja dann lasse ich Need for Speed das gerne tun. Ich habe da gar keinen Stress mit. Und ich weiß ja, dass viele, also nicht viele, einige, ganz wenige, sind ja ein bisschen abgeneigt von dem ganzen Bike-Thema, weil ich nicht so ganz verstehen kann, dann war es halt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das total Game-Breaking im nächsten Need for Speed wird, wenn man das halt direkt von Anfang an mit einbezieht. Jetzt hier ja gerade bei Unbound hat man sich ja auch extra dagegen entschieden, dass man das Bike gegen Autos einsetzt. Also es gibt keine Bike-Motorradrennen und bisher ist es halt eben auch, wie gesagt, nur eben in Sachen nutzbar, wo es da keinen großen Vorteil von gibt. Und im Lockdown-Modus hat das Bike ja gewissermaßen seine Special-Fähigkeiten mit den Lock-Ups. Und da ist ja eben anders eingesetzt. Und da würde ich mir keine Sorgen machen, dass das Balancing am Ende ganz gut passt, dass eben Bikes und Autos zueinander funktionieren oder man da für die Karriere sich da Gedanken macht, wie man die Bikes natürlich vernünftig einbaut, ohne dass es sich komisch anfühlt. Und ich meine, Criterion Games hat ja schon ein bisschen Ahnung, wie man das macht. Ne? Siehe Burnout Paradise, also ist ja nicht so, dass das erste Mal Bikes und Autos zusammengeführt haben. Dementsprechend mache ich mir da gar keine großen Sorgen. Lass die Jungs arbeiten, ne? Jungs und Mädels. Das kleine Team hat jetzt schon echt hart gekocht und ich bin sehr erfreut aufs nächste Need for Speed, wenn wir relativ safe, das kann man ja sicher sein, auch Bikes im Fuhrpark mit drin haben. Und ich sag mal so, warum nicht, ne? Bikes und Customization ist auch ein ziemlich wildes Feld. Und muss man überlegen. Überlegt mal, was Criterion Games für geile, wilde Bodykits für Autos in Need for Speed ab. Oh shit, beide verkackt. In einem Bound erschaffen hat. Jetzt denke ich das Ganze mal auf dem Motorrad. Jetzt überlegt mal, wie die Motorrad-Customization bei einem Need for Speed aussehen könnte. Ich glaube, das könnte schon ziemlich cool werden. Also deswegen mal abwarten, was da dann so auf uns zukommt. Und ich denke, wir werden dann auch nicht nur so High-End-Maschinen wie die S1000RR haben, sondern vielleicht auch ein bisschen langsamere Maschinen, die auch dann in den kleineren Klassen aktiv fahren könnten, weil ja das Ding ist hier natürlich schon S-Plus-Monster und wäre ja auch in einem der normalen Progression von einem Need for Speed bauen, wenn es ja Vanilla drin gewesen wäre, ja auch so eher so ein Late-Game-Content und nicht halt direkt am Anfang, muss man ja ganz klar sagen. Die Rennen machen aber Bock, Alter, muss ich sagen. Ist halt ganz anderes Spielgefühl, weil ich sag mal so, die Rennen selber sind eher ein bisschen mehr Destruction Derby und also mit Autos, ein bisschen mehr Kollisionen und so. Mit dem Motorrad geht man recht wenig auf Konfrontation, einfach weil man auch gar nicht dazu kommt, fairerweise, muss man ganz klar sagen. Man ist mit dem anderen irgendwie gar nicht so sehr im Kontaktaustausch. Und bisher macht das richtig Bock. Wie gesagt, das Einzige ist halt dieses kleine Break-to-Drift-Ding. Bei den Autos stört es mich nicht, dann mag ich es ja ganz gerne. Ich drifte ja auch ganz gerne mit Break-to-Drift in den Need for Speed-Teilen. Auch an Unbound mag ich das ganz gerne. Aber wie gesagt, das Bike mag es halt nicht. Du merkst, dass die Motorradphysik darauf keinen Bock hat. Und das ist natürlich ja so ein Trick, den sie auch fürs nächste Spiel noch machen müssen. Ey, wir haben Break-to-Drift und Grip. Die Spieler, ich denke mal, werden auch weiterhin die Möglichkeit haben, auszuwählen beim nächsten Need for Speed. Beim Motorrad muss man halt gucken, ob man da den Spielern auch die Möglichkeit gibt oder sagt, nee, Break-to-Drift ist da halt einfach kein Thema, weil klar, auch Motorräder können driften und ja, es ist immer noch ein Arcade Racer und am Ende könnte man das Bike Sideways fahren lassen, wie man lustig ist, wenn man komplett auf Realismus scheißt. Wie gesagt, ist ja ein Arcade Racer, da gibt's ja nicht, dass man da irgendwie einen wichtigen Punkt dran hätte. Aber natürlich ist der Punkt, dass es sich auch gut fahren muss. Wie gesagt, das tut jetzt gerade einfach nicht, weil jetzt kommen diese Snaps immer sehr abrupt und das Bike mag es einfach nicht. Aber das ist natürlich auch so ein Physik-Tweak im Hintergrund, der da noch passieren müsste, um das perfekt zu optimieren. So, ich muss den grünen Bereich jetzt mal... Wirklich, also der grüne Bereich ist... wo wir bei Tweaks sind. Entweder bin ich so dumm, aber der ist auf jeden Fall deutlich tighter als der bei den Autos. Also um Längen. Das Motorrad ist viel, viel empfindlicher an der Garstellung. Wenn ich an die ersten beiden hier mal wieder rankomme. Schön durch. Dieses Rennen fahren natürlich auch ganz an. Oh, okay, das ist aber eine wilde Strecke, die wir hier fahren. Moin. Ich glaube, ich habe gerade einen Takedown ausgeführt. Ich glaube, ich habe gerade den anderen Motorradfahrer so vom Bike geklatscht. Natürlich sind die Rennen auch ganz anders von den Streckendesigns. Kannst du ja machen, weil du brauchst weniger Platz. Ein Motorrad ist durchaus platzsparender als ein Golf. Und natürlich, die Strecke ist auf jeden Fall neu. Die ist nicht bei den normalen Strecken mit drin. Die anderen haben wir, glaube ich, schon mal bei anderen Rennen gesehen, aber... vor allem der Sprung und so, also ich muss auch sagen, das Rennen hier teilweise werden beim Auto auch schon, also wenn es, kann ja sein, dass es im Auto gibt, nicht die Playlist, das Rennen einfach nicht in der Playlist mitbekommen habe, lang. Teilweise ganz schön tricky, weil du ja mal versuchst, zu dritt durch Gassen durchzukommen. Und das nur bedingt immer gut aufgeht. Mit den Bikes geht das theoretisch. Theoretisch könnten wir hier jeweils zu dritt durchschämmern, das würde funktionieren. Da hat sich gerade jemand zersägt neben mir, wunderbar, schönen Tag noch. Hätten wir cool bekommen, hätten wir das Bike zumindest in der Garage bekommen gehabt und hätten, wie gesagt, Performance-Customization von mir aus irgendwie machen können. Oder halt nur eben Handling-Einstellungen. Aber wie gesagt, ich vermute, da ist eine Fahrphysik, sehr angepasste Fahrphysik im Hintergrund, die nicht viel mit den Autos zu tun hat. Und ich glaube, da möchte man nicht, dass das Spiel daran rumpfuscht. Weil man es, glaube ich, jetzt erstmal beim Bauen so hinbekommen hat, dass es funktioniert. Aber zumindest Livery und Farb-Customization wäre ganz gut gewesen. Und von mir aus keine Bodykit, nix, alles gut. Das kann ich bis zum nächsten Need for Speed warten, da bin ich fein mit. Aber ich muss sagen, so eine schöne Livery, schöne Farben dran und Fahrerkassenmädchen, weil wir haben ja Fahrermodelle mit Klamotten, lass mich die Klamotten fahren, das wäre schon ziemlich cool. Obwohl ich glaube, dass auch wieder das Problem ist, weil wir haben ja teilweise lange Mäntel und so, die würden ja auf dem Bike nicht funktionieren, also schon, aber dann müssten die mit dem Wind funktionieren und man merkt, da ist ein Rattenschwanz dran, was man beim Motorrad im Vergleich zu dem Auto bedenken muss. Aber wie gesagt, da mache ich mir keine Sorgen, dass es bis zum nächsten Need for Speed auf jeden Fall der Fall ist. Bocken tut es auf jeden Fall. Ich kann es euch sehr empfehlen. Wie gesagt, die Playlist ist jetzt mittlerweile online. Schaut auf jeden Fall mal rein. Einfach im PvP. Gönnt euch ein bisschen Need for Speed, ja, Unbound, Motorrad-Action in der PvP-Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ganz gerne noch einen Daumen rum da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Aber dran bis dann. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for snapping.